Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Risen 3 mit Paxis. Wir werden jetzt noch ganz schnell dieses Stück Land oder Strand oder wie auch immer anschauen, erforschen, abgrasen, ablaufen, durchgehen. Ah, ist schon tot, okay. Komm her. So. Erstmal auf den Rücken legen und dann platt machen. Tschüssi. Ja, es ist nun mal so. Verdammt. Genau, Edward. Dass er immer irgend so einen altklugen Spruch noch bringen muss. Nee, nee, nee. Zwei auf einmal. Oh, oh. Das könnte natürlich anstrengend werden. Wobei, wir machen gerade ganz gut Schaden. Sehe ich gerade. Das ist natürlich dann relativ... Au. Relativ au. Au. Relativ au. Ah, mit Edward, komm. Ach, da konnte nicht mehr aufstehen, diese arme Krabbe. Haben wir sie quasi platt gemacht, als sie noch auf dem Rücken lag. Ist eigentlich schon ziemlich gemein, was wir hier machen, aber die würden uns sonst eben umbringen. Wie gesagt, ich kann nichts dafür, ich muss die töten. Sonst werde ich selber getötet. Hier wächst aber echt gar nichts, ne, am Strand. Muss ich sagen, ziemlich auffällig. Oh, hier fließt ein ganz klein wenig Wasser durch. Ob das so geplant war? Keine Ahnung. Ach so. Tja, na zum Glück bin ich von dieser Seite aus hier lang gegangen, weil, wie man hier mal wieder sieht, hier wäre ein Wasserfall gewesen. Und vielleicht hätte ich da gar nicht so einfach runterschwimmen können. Wäre vielleicht gestorben oder so, keine Ahnung. War auf jeden Fall gut, dass wir mal von der Seite aus vorbeigeschaut haben. Und dann schauen wir noch mal kurz da drüben vorbei. Und da ist wieder so ein fetter Typ. Ah, und eine Truhe. Endlich mal wieder. Aber da ist ja so ein fetter Typ. Da müssen wir, denke ich, aufpassen. Der hat schon beim ersten Mal ziemlich Stress gemacht. Komm her, Edward. Au, au, au. Der haut echt pervers rein, ey. Ja, genau. Mach ihn mal platt, damit ich auf ihn schießen kann. Der ist auch so verdammt schnell mit seinen fetten Angriffen, ey. Krass. Komm, komm, komm. Nein, schieß auf ihn. Müssen wir uns beeilen. Komm, komm noch einmal. Sehr schön. Er gibt nur 200 Ruhm. Verflucht, ey. Aber wenigstens einen Schädel. Aber die komische Riesenwaffe, die er hat, die scheinen wir auch nicht einsammeln zu können. Na egal. Truhe 50. Perfekt. Okay, so klappt's nicht. Geschafft. Also, das war so ein weiter Weg. Hier muss echt was Geiles drin sein. Zweimal Fisch. Wird das zu Proviant? Weil da steht da gar nicht roher Fisch. Was ist das denn? Fisch, Goldwert 10. Das ist aber ein merkwürdiger Fisch. Fusel, 76 Gold und zweimal magischer Kristall. Ja. Why not? Dann werden wir direkt wieder den Fusel auf unsere... Ach, Krog habe ich mittlerweile ja auch wieder, sehe ich gerade. So. Vor allem, Krog ist doch im Endeffekt auch nur rum. Ich verstehe irgendwie gerade nicht so richtig, warum das zwei verschiedene Sachen sind, weil eigentlich ist doch Krog und rum das gleiche. Also was heißt, es ist nicht das gleiche, aber Krog ist ja im Endeffekt rum. Und warum ist denn hier ein Weg? Der ist gar nicht eingezeichnet. Krass. Aber egal, hier gehen wir erstmal nicht lang. Wie gesagt, hier kommen wir auf jeden Fall dann noch lang, wenn wir aus der Richtung kommen. Jetzt rennen wir erstmal wieder zurück zum Fischerdorf und gehen da einen ganz normalen Weg. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? Also Ruhmhammer war richtig geil, 12.770, aber den hebe ich auf, bis ich ihn irgendwann brauche. Das hätte ich auch von Anfang an so machen sollen, das wäre besser gewesen, egal. Wie viel Kohlen? 566, das heißt, wir können jetzt schon mal bei dem Typ da die Fingerfertigkeit verbessern. Und das nächste Gold würde ich dann wahrscheinlich investieren, um mir ja anzueignen, mehr Sachen von den getöteten Tieren mitzunehmen. Ach, das ist so nervig, ey, dass das so teuer ist, aber egal. Also bei Gothic 1 und 2 war das, glaube ich, billiger. Dann war das aber auch nicht so krass, dass man so extrem viel Gold brauchte. Hier braucht man echt viel Gold in dem Spiel.
Man hat es am Anfang relativ viel gefunden, aber dann hat es eigentlich auch ziemlich schnell aufgehört. Jetzt findet man eigentlich relativ wenig, muss ich sagen. Also im Verhältnis gesehen zu dem Gold, was wir brauchen, finden wir echt nicht viel. Ist etwas noch dabei? Ja, er rennt hinterher. Schade, dass wir immer nur so kurz rennen können, aber es ist halt schon noch ein ziemlich weiter Weg, ne? Kürzen hier einfach mal ab und schwimmen da durch. Wir brauchen einfach mehr Ausdauer. Wir können immer nur so selten sprinten. Oh, war ja noch eine Muschel. Ja. Wir können immer nur so selten sprinten und schnell schwimmen. Es läuft wieder normal. Da fällt mir auch gerade ein, ich will endlich bei den Dämonenjägern mitmachen, damit ich eine geilere Rüstung bekomme. Diese komische Mischung aus Pirat und Shogun oder... Na doch, Shogun ist irgendwie komisch. Eine kleine Leiche. Ich frage mich, ob ich... Naja gut, die Leichen bleiben ja nicht ewig liegen, fällt mir gerade ein. Ich wollte gerade sagen, ich frage mich, ob ich vielleicht die Leichen später einfach nochmal plündern kann, wenn ich dann weiß, wie ich auch andere Sachen von ihnen abmache, aber die bleiben ja leider nicht liegen, die Leichen. Ah, noch eine Muschel. Hat wenigstens einen Vorteil, dass wir hier nochmal lang gehen. Wir können die Sachen mitnehmen, die wir übersehen haben. Gerade so eine Muschel, die hier so halb im Wasser liegt, übersieht man eben mal schnell. Das ist ja auch eine? Nein. So eine andere Muschel. Ha, der ist gerade nochmal hingefallen, okay. Gerade bei diesen großen, fetten Typen kann ich vielleicht schon noch das eine oder andere aus dem Körper rausholen. Das weiß ich zwar nicht genau, aber könnt ihr mir vorstellen. So, wir gehen mal schön den Schrank, den Strand entlang und gucken, ob wir noch die eine oder andere Muschel finden. Ich meine, die Perlen, die da drin sind, gerade die schwarze Perle, ist, glaube ich, 50 wert. Sind wir doch auch fast da, oder? Ja. Hier haben wir noch eine Muschel, sehr schön. Ich glaube, hier oben drauf waren wir noch gar nicht. Hier wächst ja sogar etwas Gras, aber sonst ist da leider nichts. Vielleicht ist hier noch irgendwas am Wasserfall, da waren wir auch noch nicht so genau. Hier liegt doch irgendwas. Was ist das? Bergkristall. Oh, cool. Gibt's hier hinter dem Wasserfall irgendwas? Nein. Okay. Habe ich mir schon gedacht. Schade. Dann würde ich sagen... Zurück zum Fischerdorf, Belohnung abholen. Wir nehmen uns ein paar rohe Fische mit. Ich hoffe mal, dass das wirklich mehr wert ist als das Gold, was er mir geben möchte. Wir können ja diesen rohen... Ach, hier liegt auch noch einer. Wir können diesen rohen Fisch dann nämlich alles verkaufen an... den Typ da. Den Dämonenjäger, der Essen holen wollte. Und wir tun auch noch was Gutes. Also, wir verkaufen den logischerweise Essen und die brauchen ja viel Essen, weil da sind wahrscheinlich schon ein paar Leute in dieser Zitadelle, die einfach Hunger haben. Von daher, ja, er kennt mich ja, ich tue gerne Gutes. Hier liegt also auch mehr roher Fisch rum, als ich gedacht hätte. Okay. Und er wird auch nicht weggespült. Okay, sehr merkwürdig, egal. Die Ente ist irgendwie cool, oder? Sieht süß aus und, ja, keine Ahnung, cool irgendwie. Und ziemlich viele Enten. So, kannst du mir etwas beibringen? Ja, kannst du... Fingerfertigkeit. Bring mir bei, wie ich Schlösser knacken kann. Das Wichtigste ist es, dabei nicht gesehen zu werden. Aber das brauche ich dir ja nicht zu sagen. Ich gehe davon aus, dass du nichts Verbotenes mit diesem Wissen anstellen willst. Also, du gehst zu deiner eigenen Truhe, für die du den Schlüssel verloren hast. Dann nimmst du dir ein biegbares Stück Metall und drückst damit ein bisschen im Schloss herum. Zuerst tastest du den Mechanismus ab, damit du weißt, wie er gebaut ist. Dann biegst du dir das Metall so zurecht, dass du den Mechanismus aushebeln kannst. Panzerknacker steigern. Fingerfertigkeit 60 benötigt. Das kostet einfach mal 1000. Okay. Vielen Dank. Fingerfertigkeit 45. Das bedeutet... Schlösserknacken habe ich jetzt 75. Und ich hatte vorher 65. Ja, das passt. Cool. Und da ich jetzt schon so viel Ruhm habe, kann ich wahrscheinlich sogar nochmal Fingerfertigkeit um 2 erhöhen, also um 10 insgesamt. Das wären dann... Wo ist denn der Typ, der da stand? Wir haben ja schon bei 85. Schauen wir erstmal. Ich glaube, hier hinten war es schon mal. Was liegt denn hier? Hier liegt da irgendwas. Ach so, ein alter Stiefel.
Also Piratenstiefel. Schöne Aussicht. Aber ansonsten eher sinnlos. Und da gibt's auch nichts. Und Edward schafft es wieder nicht mehr hinterherzukommen. Na? Okay, jetzt suchen wir erstmal den Typ, der uns diese Quest gegeben hatte. Oder wir räumen hier erstmal die Bude aus. Das ist vielleicht eine bessere Idee. Wir brauchen einfach Kohlen. Dämonenklinge erhalten. Fusel. Spruchrolle. Heilung ist cool, aber was ist denn Dämonenklinge? Dieser Runenstein verleiht übermenschliche Reflexe. Okay. Egal. Das Geheimnis der Zitadelle, Band 1 erhalten. Okay, das schauen wir uns auch nochmal an. Das ist wohl unter Plunder oder was? Das Geheimnis der Zitadelle. Ein sehr altes Buch aus den alten Tagen vor dem Fall Kalador's. Die Zitadelle. Der Bau der Zitadelle auf unserem Kalador gefiel niemandem so richtig. Was sollte das? Wieso bauten ein paar vermummte Gestalten ein solch riesiges Gebäude mitten auf unserer Insel? Anscheinend waren sie berechtigt dazu, der Bürgermeister nahm nichts dagegen. Die Zitadelle wurde heute fertiggestellt. Ich habe mit einer Einweihungsfeier gerechnet oder zumindest einem Festmahl, aber nichts dergleichen passierte. Konstant stehen zwei Wachen vor der Tür und lassen niemanden herein, außer er ist einer von ihnen. Sie nennen sich selbst Jäger der Schatten, was auch immer das heißen soll. Okay, also waren das wohl schon die bösen Leute, die damals das Ganze hier in Schwung gebracht haben. Ah, die Schatzkarte. Der Schatz vom am Strand von Kalador. Das werden wir direkt mal markieren. Kalador, der Schatz am Strand. Das ist das erste Quest in Kalador, krass. Auf meiner Karte kann ich den Fund des Schatzes sehen. Markiert, wo ist es? Wehe, das ist jetzt irgendwo... Ah, ich wollte gerade sagen, wehe, das ist jetzt irgendwo, wo wir schon mal waren. Nein, verdammt nochmal. Hätte ich diese scheiß Schatzkiste nur... diese Schatzkarte nur eher gesehen gehabt. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Eine unverschlossene Truhe, das ist aber sehr selten. Fisch, Rum und Runenhaut. Dieser Runenstein macht deine Haut undurchdringbar und somit schwerer verletzbar. Nehmen wir alles... Wir pennen mal bis zum nächsten Tag, komm. Ach nein, wir können nicht pennen, wir kommen wieder in diese scheiß Schattenwelt rein. Ah! Okay. Vielleicht finden wir noch mehr Seelenstaub, der ist noch irgendwelche, der ist noch viel wert. 5 Stück brauchen wir. Dann hilft er uns. Ich habe hier noch was zu erledigen. Ah, man kann also nicht einfach hingehen, wo man möchte. Interessant. Hey, du. Vater, bist du das? Hä? Wer? Ich? Nein. Oder doch? Was zur Hölle ist hier los? Tja, mein Junge, das ist ein Ding, was? Auf einmal macht es Rums und du steckst tief drin in dem Schlamassel hier. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Ich habe mich mit den falschen Leuten eingelassen, mein Junge. Sie sind mir alle in den Rücken gefallen. Oh, deshalb konnte mich diese verfluchte Titane Lady Mara kalt erwischen. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss hier wieder raus. Selbst wenn ich es wollte, ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Jeder hat hier sein eigenes Päckchen, das er tragen muss. Aber... Ich muss nun gehen. Moment noch, geh doch nicht weg. Ich habe noch so viel Fragen. Das sind immer sehr kurze Besuche auf jeden Fall. Seele minus 1. Verflucht nochmal. Wer pennt denn jetzt hier? Ich hab Schritte gehört. Geh weg. Ich will ja schlafen. Suchst du was Bestimmtes? Ja, ich will in deinem Bett schlafen, verdammt nochmal. Bis zum nächsten Früh. Ach, verflucht. Dann eben nicht. Ja, genau. Geh mal von dem Bett weg. Ach, ich kann nur in dem Bett pennen, wenn der Typ nicht drin ist, oder was? Sieht so aus. Egal. Komm, wir gehen jetzt zu dem Strand. Ich meine, wenn jetzt eh Nacht ist und ich hier nirgendwo ein Bett habe zum Pennen. Ich muss ja den Schatz eh nochmal holen und... Ja. Es ist zum Glück nicht ganz weit hinten am Strand. Also es hätte ja logischerweise auch hier sein können. Ah, das ist schon ein gutes Stück. Verdammt, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich logischerweise die Schatzkarte zuerst geholt und wäre dann lang gegangen, weil dann hätte man das... Nützliche direkt damit verbinden können, mit dem Erforschen dieses Strandabschnittes, aber egal. Wollen wir uns nicht drüber aufregen, ein Schatz bringt Geld, hoffe ich zumindest. Oh, wächst hier etwa eine Pflanze im Wasser? Hier ist noch eine Pflanze, aber ich kann sie komischerweise nicht ernten, obwohl sie total auffällig ist.
Krass. Egal. Vielleicht haben wir ganz, ganz viel Glück und finden noch irgendwie irgendwo eine Muschel oder so, die wir doch übersehen hatten. Damit es sich doppelt lohnt. Komm, Baby. Let it rain. Einmal, bitte. One time, please. Wir könnten ja auch die Schildkröte umbringen. Die gibt uns was zu essen und ein ganz klein wenig Ruhm, aber ich mag die einfach, die Schildkröten, und deswegen möchte ich sie nicht umbringen. Sind ja auch gleich da. Komm. Oh, bei uns regnet es gerade ziemlich heftig, habe ich das Gefühl. Aber egal. Hier sogar. Okay, krass. Aber logisch irgendwie. Hoffentlich hat sich's auch gelohnt, ey. Der Schatz am Strand von Kalador. Ach, 100 Gold. Kerzenhalter, der 50 wert ist. Büste eines barbarischen Kriegers. Goldene Schale aus purem Gold. Und Bauplan für Feueropal. Uns fehlt nur ein Rubin. Schrotflinte 5, Silberzunge 10, Kristallmagie 5, Schlösser knacken. Schlechter, okay. Er funkelt in allen Farben des Feuers. Brauchen wir also nicht wirklich, aber egal. Also insgesamt jetzt 100, 150, 175, 275, 200, 325, oder? Hat sich also gelohnt. Müssen wir die Sachen nur noch verkaufen. Da fällt mir auch ein, ich habe noch gar keinen Händler gesehen, bei dem ich Ware kaufen und verkaufen kann. Jetzt müssen wir mal schauen, dass hier irgendwie wieder Tag wird. Kann ich eigentlich irgendwo sehen, wie spät es ist? Fällt mir gerade so spontan ein. Hier ist ja nirgends eine Uhrzeit, oder? Oder ich habe sie bisher einfach nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir mal. Das Problem ist ja vor allem, wenn ich jetzt nachts durch die Häuser gehe, da pendia alle drin, dann kann ich die nicht so leicht ausräumen. Es sei denn, ich schleiche halt rum, aber wäre mir lieber, wenn die Häuser alle leer sind, während ich die ausräume. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, werde ich mir mit den 1000 Goldstücken, die ich bald habe, als erstes nochmal Schlösser knacken verbessern? Oder werde ich mir dann doch erstmal Fähigkeiten aneignen, Tiere und Monster besser ausnehmen zu können? Ich weiß halt nicht, was mehr Geld bringt, aber wahrscheinlich ist es besser, wenn ich mir erstmal aneigne, Tiere mehr ausnehmen zu können, weil Schlösser knacken kann ich ja auch so verbessern. Ja, ich denke, das mache ich jetzt erstmal. So, den habe ich ja eh schon ausgeräumt. Pennt er wieder? Ja. Wasserfass, perfekt. Heilen. Oh, da liegt noch Fisch, wenn ich das richtig sehe. Da müsste ich jetzt schon einige gefunden haben von diesem rohen Fisch. Okay. So, dann mal ab ins nächste Haus. Da müssen wir dann leider reinschleichen, aber erstmal sammeln wir die geilen Sachen ein. Fisch und ein Apfel. Yam, yam. Haben wir eigentlich schon mal anderes Obst außer Apfel gefunden? Ich glaube nicht, ne? Äpfel waren bisher die einzigen. Dabei sind wir ja hier in der Südsee. Da würden doch eigentlich auch Bananen und sowas Sinn machen. Schon wieder ein Krabbenstecher, den wir eigentlich nicht brauchen, aber egal. Guck mal, hier in der Kiste sind Haufen Fische, aber ich kann die nicht mitnehmen. Sinnlos, ey. Ach cool, hier haben wir noch ein Bett, dann können wir erstmal bis nächsten. Oder nee, wir pennen mal bis mittags, dann müssten die Typen ja aus ihren Häusern raus sein. Wobei, ich hab's gerade immer noch schnarchen gehört. Ziemlich viele Lagerfeuer, die brennen auch immer ewig durch, oder? Es legt niemand Feuer nach. Scheiß drauf. Vor allem, es legt niemand Feuer nach. Es legt niemand Holz nach, meine ich natürlich. Pennt halt echt noch da drin, verdammt nochmal. Das muss ich nur hier reinschleichen, damit er nicht aufwacht. Was macht das? Was soll das denn? Eine wertvolle Truhe mit 60. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Oh. So.
2 Fackeln, 2 Krog und 17 Gold. Wollen die mich verarschen? Das war die schwerste Truhe, die ich bisher hatte, glaube ich. Und da ist nur Scheiße drin, Mann. So sinnlos. Und da hinten ist wieder so eine Karte, die ich nicht nehmen kann. Fusel. Kilian. Habe ich schon mit dem gelabert? Captain Finch wollte unter allen Umständen verhindern, dass ein Unwürdiger seinen Platz einnimmt. Also versteckte er vor seinem Tode seine berüchtigte Piratenflagge an einem gefährlichen Ort. Zuletzt soll er auf Kila, in der Nähe eines eingeborenen Dorfes, gesehen worden sein. Das reicht mir. Okay, jetzt brauchen wir auch nicht mehr schleichen, aber ich glaube, ich habe eh schon alles Gutes mitgenommen. Hatte ich schon mit dem geredet? Ich rede nochmal mit dem. Bevor du mich fragst, sage ich es dir lieber gleich. Wenn du eine Nachricht überbracht haben willst, such dir jemand anderen. Ich habe genug davon, andere Leute Mist durch die Gegend zu schleppen. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Okay, wir reden aber beim nächsten Mal weiter mit ihm. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Tschüss.